Servus bei Bayern Absolut. Ich bin der Mani. Die Bavaria thront ganz imposant über der Theresienwiese. Auch jeder Oktoberfestbesucher schaut da ehrfürchtig auf. Aber woher kommt denn die eigentlich? Warum ist die da oben? Und was will sie uns sagen? Den Fragen gehen wir jetzt auf den Grund. Ich freue mich auf einen Ratsch mit dem Sigi und wünsche Ihnen viel Spaß beim Anhören. Servus, grüß dich, Sigi. Habe ich die Ehre. Grüß dich, Mani. Warst du schon mal in der Bavaria? Ich war leider noch nicht in der Bavaria. Noch nicht, gell? Nein, davor bin ich gestanden und ich kann mich erinnern, ich habe einmal die Möglichkeit gehabt, und zwar im Kindergarten, aber da habe ich mich nicht traut. Ach, geh hör auf. Ja, da war ich so ein bisschen, ja. Wissen auch nicht alle, gell, dass man in die Bavaria einige kann und sogar aufsteigen. Echt? Ja. Ich meine, das weiß ja jeder. Ich finde nicht. Manche fragen, ja, kommen da einige? Ja, nein. Vielleicht. Vielleicht? Ja. Kommen. Man kann sogar bis zum Kopf aufgehen. Und ausschauen. Und ausschauen. Da ist so ein Guckloch, gell? Das nimmt man auch gar nicht richtig wahr von unten, oder? Ja, das ist nicht klar. Die Bavaria ist ja fast 20 Meter hoch. Aha. Das sieht man da nicht. Ja. Bist du von was anderem beeindruckt? Nein, von was warst du da beeindruckt? Ja, wenn du davor stehst, erst einmal vom Sockel, vom Löwen. Und dann musst du halt weiter weggehen, dass die ganze Bavaria im Ganzen siehst. Genau. Und dann siehst du das Kuckloch nicht mehr, weil da konzentrierst du dich nicht drauf. Das stimmt. Also wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man es da schon. Aber wie gesagt, das haben sie gut versteckt, sodass es gar nicht so auffällt. Du kannst es dir ja gar nicht vorstellen, weil das dann ja eigentlich auch wieder so klar ausschaut, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass man da reingehen kann. Und es darf auch jeder reingehen. Also nicht bloß so wichtige Personen wie der Ministerpräsident und andere, sondern auch der normale Mensch wie du und ich. Ja, dann das müssen wir perfektionieren. Dann gehst halt du und ich einmal rein. Genau, aber halt nur zu den Öffnungszeiten. Selbstverständlich, weil anders kommst du nicht rein. Ist denn jetzt ganz Jahr geöffnet auch? Bis Oktober ist geöffnet, im Oktober macht es zu, bis März, wegen, glaube ich, so Wetterding oder... Ja, das ist ja komplett aus Metall, aus Bronze. Gefahr oder irgendwie sowas, und ja, wenn genau. Wenn dann Kondenswasser drin ist und es gefriert nachher, dann kann das schon gefährlich sein. Ja, da wenn es blöd ausrutscht, gell. Ja, das braucht man nicht. Nein, das wollen sie dann wahrscheinlich auch nicht. Das Risiko nehmen sie dann nicht auf sich. Ja, also Bavaria, kommen einige, weiß nicht jeder. Und jetzt ist die Frage überhaupt, was die Bavaria aussagt. Wer ist denn das, die Bavaria? Die Bavaria ist quasi ein Patron für Bayern, für die Einigkeit von Bayern, die der König Ludwig I. ins Leben gerufen hat oder die er sich eingebaut hat und das dann ja, mehr oder weniger über einen ganzen langen Zeitraum perfektioniert hat. Das hat ewig gedauert, ja. Und dabei wollte er gar keine Bavaria. Also nicht, dass er es nicht wollte, aber er hat nicht gewusst, dass er es will. Nein, die ist durch Zufall entstanden in einem architektonischen, in so einer Architekturzeichnung beim Wettbewerb für die Ruhmeshalle. Ja, genau. Du vielleicht einmal zur Einordnung, was das damals überhaupt für Zeit war. Wir sind mal wieder in der Königszeit, Zeit vom Ludwig I., der war der zweite König von Bayern. Und was für ihn ein Thema war, das sieht man bei vielen Bauten, die er gemacht hat. Er wollte die bayerischen Stämme, weil auf einmal war Bayern ist ja erst Königreich geworden und dann hat es ganz viele Stämme gegeben, also die Franken, die Schwaben, die Altbayern und dann in der Pfalz drüben auch. Und dann wollte er was schaffen, das die Einheit von Bayern, von diesen Stämmen stärkt oder fördert oder wie man sagen will. Identitätsstärkung quasi. Genau. Und da war seine Idee, er macht eine Ruhmeshalle. Und in dieser Ruhmeshalle sind dann die Büsten drin von großen Bayern. Die sich um Bayern Verdienst gemacht haben. Genau. Die halt das Land vorübertrieben haben. Genau. Und die nicht unbedingt gebürtige Bayern sind. Genau, die müssen nicht unbedingt in Bayern geboren sein, aber sie müssen halt groß gewirkt haben, Großes vollbracht haben für Bayern. Genau, und Großkopferte, also sprich so Fürsten oder sowas, die waren eigentlich ursprünglich ausgeschlossen gewesen. Die waren ausgeschlossen, ist ja fast keiner drin, ich glaube. Zwei sind drin hat mittlerweile. Und er selber auch. Ja, eben, er selber auch. Posthum, dann haben sie ihn reingestellt, gell? Ja, er wollte ja nicht, dass da Fürsten drin sind, oder zumindest nicht Fürsten, weil es Fürsten sind. Und er ist drin, weil die Stadt München ihm so dankbar war, dass er das gemacht hat und darum haben sie ihn da rein. Genau, und der Ludwig, der jetzt auch vor kurzem geheiratet hat. Der aktuelle Ludwig. Genau, der Prinz aktuelle Ludwig, der findet das jetzt auch ganz gut. Der findet das ganz gut, ja. Ja, ich habe mir gedacht, ich hätte jetzt nicht da wahrscheinlich da den Wunsch missachtet.
vielleicht auch, ich weiß schon, die haben es gut gemeint, aber der wollte halt keine Fürsten nicht rein. Aber das haben sie halt dann doch da, weil sie ihm so dankbar waren. Kommen wir jetzt. Mei, ich sag mal, der Max II. Josef hat ja auch gesagt, wenn es mir da eine Statue aufstellt, dann erst bitteschön nach meinem Tod. Ach ja, genau. Weißt du das noch? Mag er nicht, gell? Genau. Ja, stimmt. Dann haben sie sich nach dem Tod halt dann hingestellt. Ja, mei, und jetzt hat es halt auch drin. Genau. Es ist eine zweite drin, die Therese von Bayern, aber die ist drin, weil sie so eine Forscherin war. Also wirklich aufgrund der Leistungen ist sie da jetzt halt reingekommen und nicht, weil sie aus dem Hause Wittelsbach ist. Ja, und dann sagst du jetzt du schon, hat er einen Wettbewerb gemacht. Also übrigens, diese Idee mit der Ruhmeshalle, die hat er schon als Kronprinz gehabt und hat dann während seiner Kronprinzenzeit sogar schon Listen erstellen lassen, wer da überhaupt in Frage kam, dass man eine tut. Ja, das ist in weiser Voraussicht für die Bauvorhaben, die er in München sowieso getätigt hat, ja, war das schon gar nicht so dumm. Aha. Ja, und jetzt, wann ist jetzt da ungefähr losgegangen? Ja, recht früh, die Ausschreibung. Recht früh. Also ist 1825 ist er König geworden. Da war er noch gar nicht König, gell? Oder? Ja, im Jahr 1825, da ist er sein Vater gestorben, genau. Und dann ist er König geworden. Und 1833 ist dann dieser Wettbewerb da gewesen, genau, wo er gesagt hat, liebe Architekten, der hat mal da Entwürfe einreichen. Da hat es 4 Stück gegeben und einer hat gewonnen. Ja, genau. Und der hat sich aber sehr interessiert, wie er sowieso für die ganzen Künstler sich interessiert hat. Ja. Der war immer in den Ateliers unterwegs und genau, hat sich da Beutel angeschaut und also der war da sehr, sehr engagiert. Mhm. Auch bei Bildhauern. Naja, und bei dem Wettbewerb, da war halt der Wettbewerb, der war ja nur um die Ruhmeshalle. Und dann hat der Leo von Klenze, der wo gewonnen hat, hat dann vor die Ruhmeshalle eine Bavaria hingestellt. Genau, nach griechischem Vorbild. Ja. Und so wie das gesamte Gebäude eigentlich. Aha. Und was meinst du jetzt, hat er, also das ist ja eine riesengroße Statue, vor allem für die damalige Zeit, über 18 Meter hoch. Und es war in Bayern auch gar nicht, oder zumindest in Minger, war gar nicht das vorhanden, um so eine große Statue zu machen. Und es hat wohl seit Nero, Kaiser Nero damals in Rom, hat keiner mehr so eine riesen Kolossalstatue gemacht. Und was meinst du, was der Ludwig jetzt gesagt hat, wo er gesehen hat, oh, da ist so ein Entwurf da. Das nutzen wir aus, das machen wir. Das macht man. Der Ludwig. Und du kannst dir die Ruhmeshalle halt eigentlich ohne Bavaria gar nicht mehr vorstellen. Also wenn du jetzt die heute wegreißt, da darf was fehlen. Ja, aber 100 pro. Ich finde, ist nicht oft das so, dass du sagst, ah ja, da ist die Bavaria, und was ist denn das Gebäude dahinter, genau, überhaupt? Und eigentlich war ja der Sinn und Zweck des hinten dran. Aha, also man darf das nicht klar reden, die Ruhmeshalle ist ja tatsächlich ein würdiger Platz. Absolut, da müssen wir eine Folge drüber machen, weil das ist eigentlich das ist so umfangreich. Ganz ernst, aber jetzt rein vom Beutel her, wenn man hingeht, wenn man drauf vorbeigeht, dann sagt man, boah, das ist die Bavaria, die eingerahmt ist von einem Gebäude. Genau. Würde ich so sagen, oder? Genau, genau. Und herrschaftlich irgendwie oder imposant mit der Hand, die was ausstreckt. Ja, die strahlt der Kraft aus. Die strahlt der Kraft aus. Das ist eine Ehre. Aha. Die hat ja so Eichenlaub, so einen Eichenlaubkranz in der Hand. Mhm. Und am Kopf hat die auch nochmal so Eichenlaub, genau, einen Schmuck drum. Genau. Und dann hat es halt so ein Bärenfell an. Ja. Für Machtdemonstration und für Stärke. Für Stärke. Genau, das ist das. Und dann noch ein Schwert dabei für die Verteidigung. Schwert. Und Wehrhaftigkeit. Und ja, dann so einfaches Durch hat es halt immer. Da ist das Bärenfell dann auch drüber. Und was haben wir noch? Was ist noch dabei? Ganz wichtig, ein Löwe. Der Löwe, der bayerische Löwe. Warum der bayerische Löwe? Vielleicht wegen Wappentier. Ja, wegen Wappentier. Ich habe ja gelesen von einem, was ist das, ein Kunsthistoriker oder Kunstexperte, der hat gesagt, das muss mehr sein als das Wappentier, so wie der Löwe dort steht. Das ist nicht bloß dieses Wappenmäßige, sondern das muss auch was mit der Wehrhaftigkeit zum Tor haben. Der Wachlöwe. Das symbolisiert, dass Bayern wehrhaft ist. Also ein Wach. Ein Wachlöwe. Nicht Wachhund, sondern ein Wachlöwe. Ein Wachlöwe. Ah, ja. Jetzt habe ich verstanden. Ja, Bavaria, groß, über 18 Meter haben wir schon gesagt, gell? Genau. Wie schwer? 90 Tonnen. 90 Tonnen. Bronze. Bronze, aha. Mhm. Ja, wie haben sie das damals gemacht? So ein Riesending. Ja, also die Erzgießerei München. Die königliche Erzgießerei in München, die hat das gemacht. Aha. Und da haben sie halt erst mal anbauen müssen. Haben sie einen Turm bauen müssen, damit sie das Ding überhaupt reinbringen in die Firma.
Ja, voll interessant, gell? Der hat die Erzgießer entwickeln lassen müssen, also das Gebäude und die Erzgießerei an sich, allein schon, um die Bavaria machen zu können, gell? Ja, ja. Hat er gefördert, der Ludwig I. Ja, ja, da war ja noch Geld da. Da war noch Geld da seiner Zeit, ja. Ja, ja. Er hat zwar viel gemacht mit den Gebäuden und so weiter, aber er war jetzt in dem Sinn nicht verschwenderisch. Also relativ sparsam. Relativ schon sparsam Rinko. Eher schon relativ. Immer für die ganzen Bauvorhaben ist freilich ein Geld ausgegeben worden. Ja, klar. Aber da hat er sich ja was ausgesehen. Da hat er gesagt, dieses Monument, was da ist, das ist dann für die, er denkt am liebsten immer für die Ewigkeit. Da haben wir ja in der König Ludwig I., also in der Folge haben wir drüber geredet. Genau. Was er sich da alles vorgestellt was hat. Sich alles mit vorgestellt. Der Stadtentwicklung und das alles. Genau. War ja sehr, sehr umtriebig. War unglaublich. Ja, und was glaubst, wollte ich dich noch fragen, wenn der die Chance hat, dass er neben Nero da als großer Bauherr da steht, meinst du, dass ihm das gefallen hat? Ja, sicher. Schon, gell? Ja, ich glaube, das war schon auch so ein bisschen ein Selbstdarsteller. Ja, ja, genau. Ja, genau. Ja, ja, das genau. Hat er schon gesagt. Ja, war ja immer wichtig. Ist ja gut, wenn man auf das stolz ist, was man macht. Gell? Das stimmt. Und wenn so was Schönes dabei rauskommt, dann kann man es ja auch. Und es war ja wirklich gigantisch. Absolut. Also heute, es gibt einen Beitrag beim BR über die Bavaria. Da sieht man ein paar Beutel auch drüber. Und da haben sie nicht bloß da, ich habe es auch gelesen, aber auch da sind so Gießer oder Metallverarbeiter sind da zum Wort gekommen und die haben auch gesagt, dass das eigentlich für die damalige Zeit schon eine unglaubliche Leistung war, das da so hinzubringen. Ja, weil sie die Techniken nicht gehabt haben, aber du hast halt einfach die Kompetenz braucht. Ja. Weil das Glockengießen ist ja schon schwach nur. Ja, ja. Und jetzt hat so ein Bavaria aufstehen. Nicht schlecht. Mhm. Jetzt vor allem in der Größe. Vor allem in der Größe. Ja. Jetzt bin ja ich kein Gießer nicht, gell? Aber ich vermute mal, dass du ganz, ganz oft das gleiche Gießen hast müssen, die Legierung ein bisschen verändern, also die Zusammensetzung vom Metall und wirst es dann genau mit abkühlen. Also kurzum, du hast sicherlich mehrere Versuche gebraucht, hast es wieder einschmolzen müssen, nochmal reinmachen, bis du genau so hingekommen bist, dass die Qualität auch so stabil ist und so gut ausschaut. Ja, ja, freilich, und das muss ja überdauern auch. Und ich glaube, dass du wahrscheinlich dann unterschiedliche Legierungen je nach Körperteil, was sie da gemacht haben. Ich meine, der Arm oder die Anbindung von dem Arm, die muss natürlich auch ein bisschen stärker sein, weil das wiegt ja alles. Aha, ja. Und wenn der Arm halt da über Jahrhunderte, sage ich mal, nach oben gereckt sein soll und auch da bleiben, dann darfst du, glaube ich, auch kräftig gießen. Ja, also der Arm, das glaube ich, ist schon so eine Nummer, gell? Weil der Arm, der hängt da wirklich da so empor und der, glaube ich, ist auch, also dass der nicht runterfällt über die Dauer, weißt du, mit Korrosion und Rost und was weiß ich was alles. Da müssen die schon gute Arbeit geleistet haben. Ja, aber die haben sie ja renovieren müssen auch. Ja, aber direkt am Arm. Ja, aber erst Anfang der 2000er Jahre noch. Wie viel? Die haben schon Qualitätsarbeit gemacht, aber du siehst das halt auch. Ich meine, die Witterung, die steht ja die ganze Zeit draußen. Ja, ja, schon. Aber nach 150 Jahren, das ist schon trotzdem brutal, dass das so lange gehalten hat. Man weiß jetzt nicht, ob dazwischen nochmal irgendwas repariert worden ist, vielleicht auch. Aber gelesen habe ich nichts, oder du? Nicht wirklich. Also, so ganz Worten Weltkrieg hat es überlebt. Wahnsinn. Gell? Die Ruhmeshalle haben sie in Schutt gelegt oder hat starke Beschädigungen halt erfahren, aber die Bavaria, der hat nichts gefällt. Gestanden, gell? Und hat gehalten. Respekt. Stark, stark die Bavaria, genauso soll es ja sein, gell? Nicht einfach bei der ersten Bomben gleich zusammenbrechen, sondern Repräsentanz für Bayern. Ja. Und das Eichenlaub, gell, das ist ja auch ein bisschen das Deutsche, was da reinbringen wollten. Genau, so damals das Germanische. Genau. Und Orher halt als typisch deutschen Baum haben sie hingebracht. Ganz am Anfang war es ja anders gewesen ein bisschen. Der Leo von Klenze, der die ersten Skizzen angefertigt hat, der hat ja das eher griechisch gemacht, gell, so klassizistisch. Genau. Genau, die hat halt sehr griechisch ausgeschaut. Aha. Mit griechischer Bekleidung. Mit griechischer Bekleidung, gell. Und der Löwe war eine Ziege. Und dann auch das. Ja? Nein, der Löwe war keine Ziege, der Löwe war Löwe. Ah, okay. Und dann auch das Eichenlaub war natürlich kein Eichenlaub, sondern Lorbeer war das. Und auch am Kopf den Lorbeerkranz um. Ja, und wie ist es dann gekommen, dass von dieser griechischen, also der Leo von Klenze, der Architekt, der wo dann den Wettbewerb gewonnen hat, der war, wie gesagt, ein klassizistischer Vertreter. Und wie ist es dann gekommen, dass er von dem weggegangen ist, Richtung zu dieser romantischen Darstellung, wie es letztendlich war? Der Löwe. Weil der Ludwig gesagt hat, das ist mir halt alles irgendwie zu kühl, das ist mir alles zu geradlinig, ich möchte ein bisschen mehr Romantik haben. Aha. Und das hat der Klenze nicht drauf gehabt. Und
Ja, oder der oder er wollte es nicht, oder beides. Auf jeden Fall hatten der Ludwig gezwungen, einen anderen Ludwig mit ins Boot zu holen, und zwar den Ludwig von Miller. Von Schwanthaler. Genau. Und ein Schwanthaler, den kennt man heute, den verbindet man Bavaria, das ist der Schwanthaler. Genau. Darum heißt da die Schwanthaler Straße, Schwanthaler Straße. Genau, richtig. Wobei der Schwanthaler, der hat die Skizzen und alles gefertigt, Gossen haben sie ja andere. Und die sind ja auch wirklich, wie soll ich sagen, zu bewundern. Also die haben ja auch eine Riesenleistung gebracht. Ja, freilich, die müssen das ja umsetzen und dann halt das, sage ich, fachlich kompetent auch so hinkriegen, dass das was Schönes wird. Aha. Und da haben wir die Erzgießer, ich glaube, wir haben einen Stiegelmeier in einer anderen Folge, ich weiß nicht, den Wolchern schon mal gehabt, einen Stiegelmeier und seinen Neffen an von Miller. Die zwei waren dann die Gießer, die wo beauftragt worden sind. Also jetzt vom Zeitlichen, dass man so mal so eine Vorstellung hat, wie lange das sowas dauert. 1833 war der Wettbewerb und 4 Jahre später ist dann erst der Vertrag über die Herstellung der Bavaria geschlossen worden. Ja, genau. Zwischen mit Schwanthaler und eben den beiden Erzgießern. Genau, das waren 37 und dann haben es allweil noch 3 Jahre gebraucht, bis dann die endgültigen sagen wir mal, Designvorlagen oder sowas gehabt haben, weil sie sich einfach nicht haben einigen können. Aha. Ja, und dann ist halt losgegangen. 1840 haben sie angefangen und haben dann 10 Jahre lang gegossen. Ja. Und probiert und gemacht. Mhm. Genau, ich habe gelesen, dass das erste Gipsmodell in Originalgress, das war 1839, also 6 Jahre nach dem Vertragsschluss. Musst du dir mal vorstellen, was das für Zeiten sind. Da musst du mal überlegen, was da alles zu machen war. Die haben ja die Infrastruktur oder die Werkshallen mal so ausrichten müssen und bauen dass müssen. Dass du sowas Großes überhaupt reinbringst. Ja. Die werden riesen Schmelzöfen braucht haben und was weiß ich was alles. Also allein bis du mal anfangen kannst, brauchst du ein paar Jahre. Gell? Mhm. Wahnsinn. In der Doku über diese Bavaria vom BR, da haben sie einen Ludwig zitiert, dass er gesagt haben soll, dass der Miller aufpassen muss, dass er da nicht in seinen Kessel reinfällt, weil er hat keinen anderen. Ja, weil in der Zwischenzeit der Stiegelmeier ist gestorben und dann war bloß noch mal der von Miller da. Ja, ja, genau. Ferdinand von Miller, das ist der Vater vom Oskar von Miller, der wo dann auch das Deutsche Museum von Rotrim hat, mitgegründet hat. Ja, klar. Fachkräfte, so Spezialisten, die sind nicht so einfach zum Finden, gell? Ja, ich glaube, da hat sich in Jahrhunderten nichts geändert. Ne? Hat sich nicht so viel verändert. Ja, die Statue, wie haben sie die gemacht? Wie haben sie die dann gegossen? In einem Riesenguss? Oder? Nein, in Teilen. In Teilen? Ja, aber das Grundmodell war ja ursprünglich aus Wachs, so wie ich gehört habe. Aha. Weil ich kenne mich nicht aus. Also mit dieser Gießerei. Also mit Sand kennt man das bei den Glocken? Ja, die haben auch Sand braucht zum Gießen. Darum heißt er da, wo die Erzgießerei war, da gibt es die Erzgießereistraße und dann gibt es die Sandstraße. Das kommt nur daher, von dieser Gießereizeit. Und ja, zuerst Gips und dann, aber Wachs? Das war ja, haben die damals Wachs auch gemacht? Vorher haben die damals also Wachs? Also gehabt haben sie es schon. Aha. Ich weiß nicht genau, wie da der Prozess ist. Aber kann vielleicht schon sein, ich weiß nicht genau. Wahrscheinlich haben sie die Gipsmodelle dann irgendwann gebraucht, weil sie anhand von denen dann nochmal hingearbeitet haben, was weggenommen haben. Zum Abmessen auch wahrscheinlich. Und das dann die Form endgültig festlegen. Ja, genau. Zum Eingürsen dann wahrscheinlich, gell? Ja, ja. Also gewaltiges Projekt, gell? Ja. Also Teile haben sie dann, die haben den Kopf eigens gemacht, die haben die Brust eigens gemacht, die Hüfte, die untere Hälfte vom Körper und dann den Löwen. Das waren so diese 4, 5 Hauptteile. Dann hat es ein paar Nebenteile noch gegeben. Aber das waren die 5 Hauptteile. Und dann haben sie es dann umgebracht. Ja. Auf Theresienwiesen. Pferdefuhrwerk. Pferde. Haben sie extra so Wegen gebaut, gell? Ja. Transportanhänger. Aha. Ja, so 12 Viertel habe ich gelesen, haben da gezogen. Und wenn du jetzt einmal so sagst, was wird da auch so Teil gewogen haben? Oder so nein, bei 90 Tonnen teilst du durch 4. Ja. 5. 4, 5. Weil es 5 Teile waren es. Mhm. Dann wiegt das schon. Kann schon mal sein, dass auch so Teil sogar über 20 Tonnen gewogen hat, weil die werden auch wahrscheinlich nicht alle gleich schwer gewesen sein. Ja, ja. Brutal. 20 Tonnen, ja, für damalige Zeit wahrscheinlich nicht wenig. Nein, da hat es dann irgendwie keine so modernen Tieflader gegeben, wo sich jede Achse einzeln ausrichtet. Genau. Gut, die Strecke war jetzt nicht so weit auch.
Das wird. Das wären ein paar Kilometer gewesen, seit 2-3 Kilometer vielleicht. Ja, das kann man schaffen. Freilich. Ja, aber das war bestimmt eine Schau, wie es die da mit transportiert haben. Ja, sicher, das sind ja Ausmaße. Aha. Gell? Aha. Da waren sie sowieso beeindruckt. Und das hat er ja aber auch zulassen, gell? Also das hat er ja nicht, der hat ja da ein Volksschauspiel quasi draus gemacht. Der wollte, dass da alle möglichst viele dabei waren. Ja, super. War ja richtig stolz drauf. Ist ja toll, jetzt überlegt einmal. 1833 der Wettbewerb, ich sage die Zahl gerade nochmal. Weil jetzt die Einweihung war dann 1850. 1850, das heißt Oktober. 17 Jahre von dem Wettbewerb weg. Da bist du, das ist ja schon fast ein halbes, ja jetzt nicht ganz ein halbes Arbeitsleben, aber ein Drittel Arbeitsleben schon, oder? Kann das man ist so ein sagen. Wahnsinn. Ja, du bist beschäftigt. Also das ist ein Lebenswerk auf alle Fälle. Also klar, da war ich auch stolz. Ja, selbst als Gießer warst du stolz. Vor allem überlegt er das, du arbeitest, ja klar ist Gießer, das ist ein Wahnsinn. Du hast da super Folgeaufträge noch sowas. Ja, ja, das hat er aber gebraucht, ja, der Formula, ja. Weil in der Zwischenzeit. War ja fast nicht fertig geworden. Nein, weil ihm das Geld ausgegangen ist, gell? Ja, ja. Aber nicht aus eigener Schuld, sondern der Ludwig I., der hat ja abdanken müssen. Also die genaueren Zusammenhänge haben wir in unserer Ludwigsfolge. Und dann hat er abdanken müssen und dann ist sein Bub gekommen und sein Bub hat die Kohle, die wo da umgeflossen ist, ganz schön eingeschränkt. Und dann war der von Miller beinahe pleite gegangen, der Gießer. Und dann ist der Ludwig aber quasi aus dem Ruhestand nochmal zurückgekommen und hat da aus seiner Privatschatulle zurückbuttert. Mhm. Am Ende ist der von Miller trotzdem sitzen geblieben auf einem Geld, aber wie du sagst. Folgeaufträge haben das dann wieder kompensiert. Haben das kompensiert. Ich meine, 200.000 Gulden, die der Ludwig da gezahlt hat aus der Privatschatulle, aha, ist wahrscheinlich auch kein Pappenstiel, gell? Nein, wahrscheinlich nicht. Nein. Ja gut, aber jetzt ist das Projekt nicht. Schon so lange gelaufen, dass wenn man jetzt halt einstempft, macht das ja komplett lächerlich. Ja, vor allem, wenn es so ein wichtiges und ein Herzensprojekt ist. Absolut. Ich glaube, dass da jeder stolz ist, der wo da dabei ist. Und die Leute schauen so, heute gehst vorbei. Also ich finde fast auf dem Oktoberfest, das liegt irgendwie so daneben dort. Also ja, ja. Irgendwie oftmals. Alle schauen, aber was ist das, gell? Ja genau, alle schauen, was ist das? Ja okay, man denkt sich nur Landesmutter, aber eigentlich kennt man halt, ja man war schon eine Landesmutter, aber das spielt jetzt gar keine so große Rolle nicht. Und er, findet ihr so im Alltag oder in der Identität des Bayerns, ist schon da, aber ist jetzt nicht ganz groß. Da ist fast, das vergisst man ja heute auch ein bisschen, da ist ja fast das religiöse Pendant ein bisschen wichtiger, nämlich die Maria. Eigentlich schon, aber die ist noch nicht so politisch, also wie soll ich sagen, ist nicht so politisch, weil die Bavaria steht ja eigentlich für, ist ja was Traditionelles, kann man sagen, und dafür einen Zusammenhalt und für irgendwelche Werte. Der war schlau, der Ludwig, weil wenn du ein bisschen zurückdenkst in die Zeit, wir haben das bei den Königinnen das ein bisschen ausgearbeitet, weil da welche auch evangelisch waren und was das damals in der Zeit für ein Problem war als evangelische Königin in Bayern. Und der hat schon so weit gedacht, die Patrona Bavaria, das war die Gottesmutter Maria. Fühlt, genau. Genau. Und die kann ja die Evangelien nicht schmackhaft machen. Jetzt braucht er irgendwas Weltliches, das auch die Evangelien akzeptieren können. Und nicht bloß super. Die. Und nicht bloß sondern die. Auch der Rest von Deutschland. Oder so wie es es halt damals gegeben hat. Die ja. Preisen. Die Preisen? Naja. Ja gut, aber die haben ja mit der Bavaria nichts am Hut, oder? Ja, aber europaweit auch, dass ein bisschen anstinken kann. Dass ja. So wir sind wir ja, oder irgendwie schon, so. Schon toll, weil die Länder haben ja alle eine Landesmuttern, gell? Und jetzt hat Bayern hat auch eine, ja. Die Bavaria. Da hat es ein bisschen Napoleon zum Trotz. Ja, genau. Mhm. Das war ja so dieses Gegenstück, er wollte weg von den Napoleon, den er ja nie mehr hat, weil er sagt, Bayern unterdrückt, obwohl dass wir natürlich die Königswürde gekriegt haben durch ihn. Aber er wollte einfach Bayern einen und vor allem auch Deutschland hat er gesehen, dass das eine größere Angelegenheit wird, dass Deutschland mehr der Zusammenrücker wird oder die deutschen Stämme, wie er so damals gemeint hat. Was man vielleicht zum Schluss auch noch mal erwähnen sollte, nämlich den Verein Bavaria 2000, den wo es gegeben hat, den wo es aber nicht mehr gibt. Was hat der gemacht und warum gibt es ihn nicht mehr? Was hat der gemacht? Da waren Leute dabei, die wo zum Teil selber kleine Miniatur-Bavarias gießen deren oder die wo Metallgießer sind, also welche, die wo da auch beruflich oder privat dem zugewandt sind, da irgendwo verbunden sind. Und die haben das anscheinend verstanden, dass die Bavaria in die Jahre gekommen ist und haben anscheinend schon ein bisschen was gesehen, dass da eventuell was gemacht gehört. Mhm.
Und dann haben die das geschafft, im Jahr, also bei Bavaria 2000, wahrscheinlich haben sie sie 2000 gegründet, in jedem Fall war dann 2001, haben sie ein Gutachten erstellen lassen. Und die Experten haben dann die Bavaria untersucht und dann ist rausgekommen, dass dieser Arm, der wo da so nach oben hängt, eben, dass da eventuell eine Gefahr geben kann, dass der vielleicht einmal runterfällt, wenn es blöd läuft. Sie haben verschiedene Roststellen haben's gefunden und kleinere Sachen, auch das Treppenhaus drin hat, war was, nicht Treppenhaus, diese Treppen, wo da drin hat, war. Und dann haben sie es tatsächlich geschafft, über diesen Verein, das dann das renovieren lassen. Achso, das waren Spendenbeiträge oder ist das auch vom Bundesland bezuschusst worden? Ja, der Verein hat Spenden gesammelt, die haben dann auch Miniatursachen gegossen und haben dann die verkauft, quasi zu einem guten Preis, damit halt der Erlös, der einkommt, zugunsten von der Bavaria-Renovierung hergenommen wird. Insgesamt hat es 1 Million gekostet und hat mich da schon ein bisschen überrascht, dass man mit 1 Million, ich habe gemeint, das darf bei der Stadt oder beim Staat gar nicht, erstens, dass es mehrere Kosten hätte, ja, gemeint, ja. Mhm. Und zweitens, da die mir Dinge, 1 Million fällt ja heutzutage gar nicht mehr auf. Wenn du schaust, was irgendein Projekt mittlerweile kostet, das sind ja ein paar 100.000 Euro, sind ja gar nichts. Nein, überhaupt also, nicht. Aber angeblich geht ja für Brotzeit drauf. Ja, schon bald, gell? Ja. Aber anscheinend waren es da die Baukosten und der Verein hat das da vor Rot gebracht. Dann ist die Bavaria auch gespart gewesen, so 1 bis 2 Jahre. Und zum Oktoberfest 2002 müsste es gewesen sein. Da glaube ich, haben sie noch hingearbeitet, aber dann sind sie da fertig geworden, ungefähr in dem Dreh. Und ja, jetzt dürfen wir wieder aufgehen. Das ist schön für die nächsten 100 bis 150 Jahre. Für die nächsten, wenn wir Glück haben. Ja, hoffentlich. Die haben die, ach so, was haben sie gemacht übrigens? Ja, genau. Die haben den Arm verstärkt. Die haben da bei dem Ellenbogengelenk, haben sie da zwei so Ringerl eingebaut, dass der verstärkt ist eben. Genau, und du siehst da von draußen nicht, aber so. Innen drin ist genau. Schön stabil. Ja, bei dem BR-Beitrag hat man gesehen, da ist einer zu Wort gekommen, der wo das gemacht hat, da mit dem Arm. Und der hat gesagt, man kann fast bis zur Hand kommen aufgrabbeln, gell? Mhm. Aber dann wird es schon eng. Ja, freilich. Dann haben sie es natürlich abgeschliffen. Die Roststellen entfernt. Wieder schön gemacht. Und eine neue Wendeltreppen haben sie eingebaut innen drin. Ja, das auch wieder stabil ist und das, sicher. Das stabil ist sicher und dann kannst du da aufgehen und dann kannst du Oma da auf die Couch sitzen. Genau, auf und ausschauen. Auf die Wiesen oder aufs Münchner Panorama. Ja, soll ein guter Ort sein, um Fotos zu machen, habe ich gehört. Genau. Mhm. Machen wir einmal schöne Fotos. Du, das darf ich auch sagen, dass wir da einmal aufgehen, gell? Ja, das ist, glaube ich, kein großer Aufwand. Wie kann man mit dem Radl hinfahren? Da, mit dem Radl hinfahren ist auch für jedermann, ich habe gelesen, 5 Euro kostet der Eintritt, also ist auch, glaube ich, vertretbar. Und dann darf man gleichzeitig auch noch in die dahinterliegende Ruhmeshalle reingehen. Die ist auf jeden Fall ein Blick wert und für uns eine weitere Folge. Genau, 18:50 dann die Einweihung. Nach 25 Königsjahren, also er war ja nicht 25 Jahre König, aber nach 25 Jahren, nachdem er König geworden ist, der Ludwig I., war er dort und hat sich das angeschaut. Dann doch mit 64 Jahren noch ein Riesenglücksmoment. Nochmal sowas gesehen. Ja. Und die Ruhmeshalle ist aber erst 3 Jahre später fertig geworden. Das stimmt. Mhm. Wobei man sich das ja mal vorstellen muss. Eigentlich hätte ich mit der Käserei länger gerechnet. Hätte jetzt ich auch gemeint, ja. Ja. Weil, ja, hätte ich auch gemeint. Da siehst du, wie die gearbeitet haben. Wer? Du meinst, weil es... Na, wie gut, dass die Erzgießer gearbeitet haben. Ah, ja, wie die da angeschoben haben. Ja. Weil ich meine, jetzt die Zeitspanne vom Wettbewerb weckert bis zur Einweihung 17 Jahre. Der Vertrag nach Vertragsabschluss immerhin nur 13 Jahre. Das sind ja schon Zeiten. Absolut. Und also die müssen da schon Gas geben haben, weil wenn das Gebäude länger dauert hat und es schaut jetzt von außen... Ja, schaut ganz schön aus, aber da wärst du jetzt nicht die Schwierigkeit gehabt haben, wie mit der Bavaria, vermute ich mal. Also den Komplexitätsgrad. Ja, also da hätte wahrscheinlich nicht so viel schief gehen können. Nein. Ja, ja, gut. Sigi, du, das ist doch wieder was. Auf jeden Fall hat es gut geklappt. Ja. Und jetzt haben wir da eine schöne Bavaria stehen. Genau. Und wir haben was wir uns wieder vornehmen können. Dass so schaut es aus. Sigi, ich danke dir für den Ratsch. Ja, ich danke dir. Ich freue mich auf unseren gemeinsamen Besuch bei der Bavaria. Und auch schon wieder auf nächsten Donnerstag, wenn wir uns wieder hören. Nächsten Donnerstag. Sigi, mach's gut. Vierte Mani. Servus.
Liebe Zuhörer, das war's schon wieder von Bayern Absolut, zumindest für derer Folge. Ja, ein ganz großartiger Tipp, vielleicht noch kurz vorm Winter. Auf die Bavaria. Ich hab gelesen, dass man auch während der Wiesen aufgehen kann. Naja, wahrscheinlich geht's da ganz schön zu. Vielleicht ist anders mal besser, aber man kann's ja probieren. Mal schauen. Ich glaube, dass auf alle Fälle ein Besuch wert ist. Wenn ich mir die Fotos so anschaue von innen von der Bavaria, schaut es wirklich schon sehr besonders aus. Und ansonsten hoffe ich, dass euch die Folge gut gefallen hat, dass ihr nächsten Donnerstag wieder mit dabei seid. In der Zwischenzeit macht es gut und bleibt grübig.